Das Automatisierungstreffen 2014 in Böblingen war für uns wieder mal ein Highlight. Wir haben also sehr viele neue Kontakte schließen können. Wir haben einige Neukunden, einige Altkunden hier in, ich sag mal, familiärer Atmosphäre betreuen können und freuen uns auch, wahrscheinlich nächstes Jahr wieder hier sein zu dürfen. Mir gefällt das Automatisierungstreffen hier richtig gut. Die Hilscher-Gesellschaft ist hier vertreten, weil sie den Kunden die Technik genauer beibringen kann. Wir haben hier jede Menge PCs aufgestellt. Das heißt, wir zeigen den Kunden wirklich am PC, wie man entwickelt. Und über die Resonanz sind wir auch sehr erfreut. Also wir hatten eigentlich so mit 10 Anmeldungen gerechnet, waren jetzt irgendwie bei 30 und mussten dann bei 20 Schluss machen, weil wir gesagt haben, okay, so viele können wir dann auch nicht, so viele PCs, Boards kriegen auf die Schnelle nicht zusammen. Also es war wirklich, die Resonanz war super und gefällt uns gut. Wir sind von der FTT Group und machen schon seit einigen Jahren hier einen Workshop und wir stellen fest, dass das Interesse jedes Jahr steigt. Wir werden also auch nächstes Jahr wieder hier mit einem entsprechenden Workshop teilnehmen und freuen uns auch heute schon wieder, entsprechende Kontakte mit unseren Kunden und Kollegen zu pflegen. Der Automatisierungstreff ist für mich relativ wichtig. Und zwar insofern, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Wenn ich jetzt auf die SBS-Messe gehen würde nach Nürnberg, da erwarten die Leute von mir, dass ich ein Produkt ausstelle. Da ich kein Produkt habe, laufen die an meinem Messestand vorbei. Das heißt, ich erreiche die Leute überhaupt nicht. Und aus dem Grunde ist dieser Workshop, den ich hier habe, zeigt letztendlich die Kompetenz, mit was wir uns beschäftigen. Ja, das heißt, es ist wie so eine Art Qualifying, ja, meiner Firma, ja, oder so eine Art Qualifizierung. Ja. Manche Firmen haben das zum Beispiel vor 10, 20 Jahren, haben mich der Daimler Benz mal eingeladen und hat mir mal eine Anlage zur Verfügung gestellt und hat gesagt, Herr Göringer, untersuchen Sie mal die Bussysteme. Und dann ist er immer wieder verschwunden und dann bin ich dem hinten nachgelaufen und habe dann geguckt, was er denn so macht. Da hat er immer telefoniert. Und habe ihn am Abend gefragt, ob ich jetzt meine Prüfung bestanden hätte. Und da sagt er, ja, ich hätte mehr Fehler gefunden, wie sie eingebaut hätten. Und, dieser Vorgang findet heute nicht mehr statt, weil die Leute keine Zeit haben, ja, so einen Lieferant auszuwählen, der kompetent ist, ihre Bussysteme untersucht. Und dafür brauche ich einen Ersatz. Und so Workshops sind für mich dieser Ersatz. Das heißt, ich habe die Kunden 1-2 Stunden zur Verfügung. Sie hören mir zu. Ja, und können dann sich ein Urteil bilden, ob wir als kompetenter Partner für Sie in Frage kommen, Ihre Bussysteme zu untersuchen. Die Informationsbörse Automatisierungstreff 2014 neigt sich in wenigen Minuten dem Ende. Die Veranstaltung sowie die Workshops waren ein voller Erfolg. Die Besucher und Teilnehmer von den Workshops fahren zufrieden nach Hause und freuen sich auf den Automatisierungstreff 2015, der vom 24. bis 26. März wieder in der Kongresshalle in Böblingen stattfindet.